Ein herzliches Servus an alle euch da draußen. Okay, für dieses Wochenende gibt es mal wieder ein neues Crusader, beziehungsweise eine neue Mission. Und in der letzten Mission haben wir, genau, da haben wir Dr. Gregor Hoffman ein Ende bereitet, der eine kleine Klonarmee zusammenstellen wollte. Und diese Klone haben aus niemand anderem bestanden als anderen Silencern. Aber wir haben seine Pläne durchkreuzt, die Versuchsklone eliminiert und bereiten uns jetzt auf unsere nächste Mission vor. Zurzeit können wir uns vor guten Meldungen kaum retten, Captain. Die Zentrale hat endlich den Cypher-Chip entschlüsselt, den sie uns brachten. Und unsere schlimmsten Befürchtungen wurden bestätigt. Die orbitale Kommandozentrale des Konsortiums ist fast fertig. Auf der Überwachungsplattform werden eine große Anzahl von strategisch platzierten Kampfsatelliten kontrolliert. Die Zentrale hat erfahren, dass die Plattformpläne und die Liste der Zielstädte im Kimball-Sicherheitsgebäude aufbewahrt werden. Cardova und seine Truppe versuchen, den Teleportschirm auszuschalten. Ein Informant gibt ihnen den Sicherheitsausweis für die Ebene, auf der die Pläne aufbewahrt werden. Wenn noch weitere Fragen auftauchen, wenden Sie sich an Ihren Datenschirm. Sobald Corporal Reeves die Pläne hat, startet er ihre Rückholaktion. Alles Gute, Captain. Wunderbar. So. Dann machen wir das doch mal. Links. Ui. Sieht so nach Alarm aus. So. Wo sind wir daheim? Einmal hier. Ui, das ist ein Geschützturm. Einmal hier. Und einmal hier. Da hört sich die Musik ein bisschen komisch an. Das liegt nicht an der Aufnahme. Die ist wirklich so. Ich will da unten hin. Aber wahrscheinlich geht das noch nicht, so ohne weiteres. Ui. Oder doch? Ah, diese komische Laser. Nichts Besonderes. Einmal, dass ich mich über so einen Laser freue. So. Ja, dann gehen wir doch erstmal da weiter, ne? Sonst nirgendwo weitergeht. Nein. Platte? Scheint nichts zu sein. Ich kann mir mal ganz kurz vorher noch die Missionsbesprechung nochmal anschauen. Okay. Ja, ja, die Überwachungsplattform des WEC. Ah! Wieso möchte ich den jetzt Granate verkillen? Ich mach's lieber so. So. Ja, die sind echt noch nicht so schlimm, die haben wenigstens keine Plasma- und Laserwaffen. Abschaltungscode. Laserkraftfeld 711. Stufe gelb. Okay, da ist nichts. Gut, 711 hieß es, ne? Zugang gewährt. Okay. Stirb! Finstere Kamera des Todes. Ja, teleport mal. Was? Telekill, das ist ja geil. Okay. Na?
Schön für dich. Das abstellen. Keycard, Raketen nach Munition. So. Sollte alles hier abgeschalten sein? Jawohl. Ui. Sieht übel aus, Captain. Anscheinend ist unser Informant erwischt worden. Ich habe ihn angepeilt, um die Einschleuskoordinaten zu bestätigen. Er gibt keine Antwort. Der Zauberer sagt, er findet keinen anderen Teleporter. Das wird gefährlich. Alles Gute. Jojo aus. Oh, er nennt sich jetzt schon Jojo gegenüber mir. Ja, der mag mich mittlerweile. Aha. Oh, und das ist unser Informant, der am Boden liegt. Na? Ich habe genug Munition. Ach so. Okay. Okay, hier ist noch eine. Da ist noch eine. Gut. Komm zurück. Sag mal, spinnst du? Widersetz dich deines Todes? So, bitte. Ohne Keycard. Schalter auf dem Klo. Ich hab's gerade noch gesehen. Ui. Mistviech. Naja, was soll's. Einfach durch. Ah! Fick verdammt! Ja, kaum wenn ich zurück, steht da schon einer. Ja. Das ist mir zu. Ja, das ist aufs Klo. Ich muss mal ganz dringend. Ui. So. Irgendwo ist hier noch eine Kamera. Na, schauen wir es mal kurz da weiter. Die Route habe ich auf dem Klo, glaube ich, gefunden. Geht's denn da lang? Ah, das ist die andere Seite von diesem komischen Stromnetz. Okay, hier ist noch eine Kamera, sehe ich gerade. Granatwerfermunition, das ist toll. Drin ist eigentlich gar nichts Interessantes. Ich muss fast mal ein Vetron daher. Okay. Ah, 802 für die Kraftfelder. 802. Drauf. So. Ein sinnvoller Raum. Ach ja. Mensch, ich möchte ganz so viele. Ich habe Angst. Ja, so viele Spiele Let's Play. Hey. Okay, ich habe keine Angst mehr vor Veterans. Ja, ich möchte eigentlich so viele Spiele Let's Playen, aber wir haben ja so wenig Zeit und die dauern immer so lang. Vielleicht mache ich irgendwann nochmal so. Irgendwelche Let's Show oder sowas.
Raketenwerfer. Mann. Okay, die Mission geht wieder ein bisschen ab. Ich schau doch mal die Zivilisten an, hallo? Boah. Ich hab Angst vor Zivilisten. Ich könnte manchmal so einen Hundeblick drauf haben. Oh. Ja. Ich wollte nur mal testen, ob die auch ordnungsgemäß funktionieren. Sinnvoll. Ist da bestimmt irgendwo so ein doofer Laser an der Wand. Und gleich wieder so ein Veteran irgendwie rauskommt. Ich sag's noch. So. Ich glaube, die grüne Keycard habe ich noch nicht. Und da ist wieder so ein Raketenwerfer. Den kill ich lieber ganz vorsichtig und bedacht. Okay. Ganz diskret. Ich frag mich, wenn der sich gerade teleportiert und ich fange schon an zu schießen währenddessen, bleiben dann, weil er ja noch nicht vollständig materialisiert ist oder sowas, bleiben dann die Kugeln in seinem Körper stecken? Das wäre, glaube ich, eine Frage für irgendwie. Für irgendwelche Trackies oder sowas. Na gut. Hier ist, glaube ich, sonst nichts mehr. Oder habe ich die grüne Keycard? Ich probiere es einfach mal aus. Ja, im schlimmsten Fall kommt Alarm und der Veteran kommt aus der Wand geschossen. Hey, habe ich sogar. Cool. Spare ich mir die Energiezellen, habe ich aber eh noch. Ja. 10 Stück. Voll. Mir fällt gerade auf, ich sollte vielleicht mal speichern. Man weiß ja, dass da manchmal mir das ein oder andere Missgeschick passiert. Oi. Sieht so gut aus. Hallo? Geht's echt so gut, du, hey. Die hätte ich wieder einsperren können. Die Automaten sind übrigens lustig, da kommen manchmal Granaten raus. Ich meine, diese armen Leute wollen bloß ein cooles Getränk, aber was bekommen die? So. Geht's runter? Dann muss ich auch runter. Viele Kisten in der Mission. Der hat eine rote Keycard dabei gehabt. Auch so ein Grund, warum er in dem Spiel manchmal Zivilisten töten muss. Manche finden das heutzutage sehr unmoralisch, in heutigen Spielen. Ist es ja auch eigentlich. Ja, aber es ist ja bloß ein Spiel. Ui. Puh, Glück gehabt. So, was ist da oben? Da ist ein Keypad hinter der Wand. Ha, ist hier vielleicht irgendwo ein Rechner? Schau an. Wir waren gezwungen, das ganze System umzustrukturieren. Ab heute 17:30 lautet ein neuer Zugangscode zum Sicherheitsraum 96. Sicherheitsraum. Verdammt, Tisch. Stuhl. Zugang gewährt. Ist das ein
Witz. Achso, nein. Ich dachte, das wäre die Tür gewesen, wo ich herkomme. Ah, Schalter drücken, nicht zu wissen, was sie tun. Ich liebe es. Okay. Hallo, ich hab den... Boah. Yikes. Komm nur her, ich hab keine Angst mehr vor dir. Nachdem ich weggerannt bin, mich in eine günstige Schussposition gebracht habe. Ja, ohne Mist. Au. Ich hab's gewusst. Wieso achte ich da nicht drauf? Wollte mir auch nicht wirklich viel Schaden machen. Autsch. Ha, erwischt. Und die Kamera auch noch. Ja, geil. Ja. Gelbe, die habe ich noch nicht. So. Ah, Kamera. So. Ach was, Ivo. X-Alarm. Hallo. Sterb doch mal. Rote Keycard. Okay, 30 Sekunden. Komm. So. Da ist eine Bodenplatte. Cool. Kraftfeld. Loot. Ich brauch die gelbe Keycard, ne? Ah, da liegt sie auch schon. Ein Teleporter, den ich nutzen kann. Ich weiß nicht, wie ich das schon machen soll. So, warte. Sollte also vermutlich so sein. Ah, okay. Ist die Waffe geil? Da kaufe ich mir dann später voll die Munition davon. Aber das ist jetzt schon krass, ne? Da stehen die Veterans einfach rum, als ob es ganz normale Wachen wären. Nichts, ah! Fick! N! Ja, ich weiß doch. Explodierende Leinwände. Computerlagerraum 497. Jetzt einmal gespannt, was da drin ist. Zugang gewährt. Nö. Blaue Keycard. Ah, Kraftfeld Teleporter 5. Sehr schön. Ich denke mal, da werde ich jetzt noch nicht lang müssen. Ah, ich habe noch die blaue Keycard da zum Verwenden. Ja, so langsam fühle ich mich ein bisschen unzerstörbar. Büschen. Ja, nicht bei dir. Jetzt hat der das Ding erschossen, geil. So. Ja, mach du nur. Ja. Das war's, ne? Ach
ja. Sag mal, geht's euch noch gut? Zimmer's aus. Oi, falsch. Ja. Sonst haben wir was? Kamera vielleicht? Oh. Ach so, das ist mal, wenn ich noch gleichzeitig Energiezellen verwenden will. So, da ist ein Teleporter, den ich verwenden kann. Oh Gott. Hey, das ist doch das, was ich verwenden soll, oder? Ist das schon mal Missionsziel? Das ist aber eine verdammt kurze Mission gewesen. Die orbitale Überwachungsplattform. Waffensystem aktiviert. Berlin, El Paso, El Berlin? Oh. So, das sind also die Ziele. Berlin auch. Berlin kämpft für den Widerstand. Es taucht ein Problem auf, Blechi. Ich bin zu nah an einer Gruppe von Schnüfflern. Wir müssen umdenken. Laufen Sie möglichst schnell zum Teleporter auf Ebene 4. Leider kann ich nicht mehr für Sie tun. Zauberer Ost. Das war doch der von vorhin, den ich freigeschalten habe. Was? Was? 1, 2, 4. Okay. Zugang. Ist er drin? Ne, Granatwerfer-Muni. Ja, stirb doch endlich mal. Ja, zurück, ne? Ich speichere lieber, das kann es ja noch nicht gewesen sein. Das war der Smith, eine der kürzesten Missionen, oder? Ja, Wahnsinn. Hänge ich noch eine Mission dran? Ich weiß ja nicht. Das war ähnlich wie diese Hochspionage-Mission gerade eben, die eigentlich überhaupt keine Spionage-Mission war. 19 Veterans. Oh, Maxis. Exzellente Arbeit, Ihre letzte Mission, Captain. Die Informationen werden uns helfen, eine Schwachstelle in den Konsortiumplänen zu finden. Oder uns wenigstens helfen, die vielen Städte, die auf Dragons Zielliste stehen, auf unsere Seite zu ziehen. Die Zentrale hat heute früh bestätigt, dass die Sicherheitsvorkehrungen im Kimble-Gebäude vor ihrer Einschleusung verstärkt wurden. Wir haben nicht herausfinden können, ob dies aufgrund von Informationen, die Sergeant Brooks verraten hat, angeordnet wurde, oder ob weiterhin eine undichte Stelle in ihrer Einheit ist. Gehen Sie lieber von der Annahme aus, dass die Basis ein unsicherer Platz für Sie ist. Maxis aus. Oha. Haben wir neben Sergeant Brooks aber noch einen Spion? Oder war es gar nicht Sergeant Brooks? Ich habe sehr gute Neuigkeiten für die Bürger, die Verwandte und Freunde auf den industriellen Orbitalplattformen haben. Heute ließ uns das Ministerium für globale Kommunikation wissen, dass eine allgemeine Kostensenkung für die elektronische Post zu diesen entfernten Komplexen vorgesehen ist. Eine elektronische Nachricht an die Orbitalplattformen wird in Zukunft nur noch sagenhafte 34 Credits pro Zeile kosten. Was für eine Freude! Du bist jetzt wieder dran, Josh. Ich. 34 Credits pro Zeile. Ich sage Ihnen, die haben auf uns gewartet. Verdammte Brooks! Sie muss dem Konsortium verraten haben, dass wir den Cypher-Chip geknackt haben. Woher sollten Sie sonst wissen, dass unser nächstes Ziel das Kimble-Gebäude ist? Ich wurde wegen ihr fast erwischt und ich kann nur hoffen, dass mir die Verräterin nochmal über den Weg läuft. Ach, ich hab Flasch aus ihr. Oh. Troy. Seit wir das Nervengaslager des Konsortiums zerstörten, hatte ich keine solchen Schwierigkeiten mehr mit den Schnüfflern, Lechmann.
Meine Schaltungen waren total heiß. Ich dachte schon, sie würden mir zerfließen. Sieht aus, als wäre das Sergeant Brooks letztes Geschenk an uns gewesen. Ab jetzt geht's ganz sicher bergauf. Richtig? Gut, ich kann zwar noch mal mit Weasel reden, aber ich glaube kaum, dass er irgendwas Neues hat, was mich interessiert. Ah, da sind sie ja. Nicht verzagen, Weasel fragen. Gehen wir rückwärts durch. Ja genau, das ist die neueste Mikrowellenwaffe. Die sieht halt so toll aus. Aber ich kaufe lieber etwas Munition nur. Und zwar von meinem Dem da. Olech, 375 pro Magazin. Okay, ich kaufe nur eins. Jawohl. Ich hab die beste Ware, Captain. Bestimmt. Sagen Sie zu Ihren Freunden, kommt zu Weasel. Die Ware des Mannes ist super. Nö. Gut. Das war mal wieder ein ziemlich kurzes Crusader-Lane. Aber, ja, die Tage kommt noch ein neues Phantasmagoria. Und wahrscheinlich kurz darauf wieder ein neues Crusader. Bis der Domi sich mal auch entschieden hat, was er als nächstes spielt. Also denn, schönes Restwochenende an alle. Ade!